Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play. Hier seht ihr schon, heute spiele ich mit euch Maze, das Labyrinth. Ja, ich habe auch schon gespielt. Es ist wirklich die Hölle. Man muss halt, hier seht ihr, es ist ein Labyrinth. Nur ist halt kein Ausgang dabei. Was ich am Anfang machen werde, wird jetzt einmal hier gerade auslaufen. An rechts, links. Okay, gut. Bin ich mal gespannt. Hallo? Licht? Oh, na gut. Ihr könnt euch schon vorstellen jetzt, was für ein Spiel das ist. Mit E kann man Map öffnen. Kreuze setzen kann man hier mit dem Linksklick. Oh, ich muss mich darauf konzentrieren, wo ich bin, nicht, dass ich mich verlaufe. Ungesund. Ungesund, das Geräusch. Oh, ich habe wirklich Respekt vor solchen Spielen. Das ist ein reiner Schocker. Ist hier vielleicht irgendwas? Nein. Oh. Oh, Enter Code. Soll ich raten? 9, 5, 1, 4. Dann werden wir jetzt mal kurz suchen gehen. Ah, ich werde einfach geradeaus laufen. Wieso nicht? Geradeaus ist immer eine gute Lösung. So weitläufig ist das gar nicht. Okay. Noch weiß ich, wo ich bin. Licht. Hallo, ich habe das Licht nicht ausgemacht gehabt. Das erinnert mich sehr an SCP. Ah, Blut. Lass mich in Ruhe. Ey. Oh, meine. Hoffentlich ist es nicht so wie Slender, wo man dann plötzlich... Ja, geil, jetzt habe ich mich verlaufen. Das wolltest du doch erreichen. Kind. Was, ein Kind? Eine Puppe? Will ich gar nicht wissen. Ah, ich habe mich verlaufen und ich glaube, das wollten sie erreichen. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier ein richtiges Ziel gibt. Wahrscheinlich wollen sie einen nur schocken. Ah, Licht aus ist auch eine schlechte Idee. Also werde ich einfach mal blind hier durchlaufen und einen Schlüssel suchen. Oder diesen Code. Ein Code wäre... Code zu finden wäre richtig nett. Warte. Nach der Karte... Oh, nach der Karte gibt es ja gar keinen Ausgang. Ist natürlich auch... Links. Geradeaus. Dann links. Wenn es keinen Ausgang gibt, wird es noch nicht schon wieder Blut. Bitte nicht. Nein. Oh. Hab schon gedacht. Licht. Ich mach das Licht gar nicht aus. Sometimes you can see more without any lights. Trust me. Hallo? Ah. Sieben, drei, zwei, neun. 7320. Wenn ich jetzt wissen würde, wo ich bin, und wenn ich jetzt wissen würde, wo ich hinlaufen muss, um wieder zum Kurz zu laufen, dann wäre es echt gut. 7320, das wird der Code sein. Yes. Hebel. Ah. Einer von drei Hebeln. Dann werden wir einfach mal weiterlaufen. 7320. Okay. Steht hier was dran? Nein. Das wird für den Hebel stehen, ja. Yeah. Ich
Ich komm voran. Wieso geht das Licht immer aus, Jungs? Ich will auch was sehen können. 7320. Ah, ich hab mich wirklich verlaufen, oh Mann. Das war nur wegen dem einen Schockmoment. Was war das? Einfach weiterlaufen. Aber nicht in die Richtung, wo das Männchen herkam. Baby. Männchen, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das war. Wo ich jetzt bin. Oh, Junge. Ich will weg. Ich will hier raus. Ich will aus diesem verrückten Labyrinth raus. Oh, jetzt ist das Licht wieder ausgegangen. Hauptsache raus, Leute. Leute, ich will... Wieder eine Sackgasse. Sag mir, wo ich bin. Aber immerhin habe ich schon 1 von 3 Hebeln. Und immerhin habe ich bisher noch keinen Herzinfarkt bekommen. Oh. Komm, so ein kleines... Ich glaube, ich laufe im Kreis. Ich laufe einfach. Ich kehre wieder um. Ich kehre wieder um. Ich weiß echt nur... Okay, hier waren die Ziegel. Oh, ich laufe wirklich im Kreis. Okay, von da kam ich, das weiß ich. Das war der Hebel? Ja. Wieder. Nein. Habe ich 2 Kreuze gemacht? Oder war ich das nicht? Hä? Bin ich an dem Hebel nicht vorher schon vorbeigelaufen? Noch mehr Wände. Ich glaube, ich habe eine leise Ahnung, wo ich bin. Oder auch nicht. Oh, ich habe Angst vor dieser Puppe. Ich habe einfach nur Angst vor dieser Puppe, dass sie jeden Moment kommt. Oh, wie... Kann man hier eigentlich verlieren? Ich glaube nicht. Das ist einfach ein Schocker wie SCP. So. Oh, dann war's das jetzt von diesem Part. Wir sehen uns gleich wieder im Part 2. Let's Play Maze, das Labyrinth. Und ja, bis gleich.